Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück bei The Long Dark. Wir haben hier ja schon ein bisschen was geholt und gemacht und getan. Ausgelaugt sind wir, wir haben einen trockenen Mund, Appetit haben wir auch. 9 Stunden Tageslicht, ha ha ha. Erste Hilfe. Oh, ich würde sagen, wir gehen mal ins Bett für 4 Stunden. Mal gucken, was das sagt. Da haben wir noch 5 Stunden Tageslicht übrig, weil ich habe nämlich eine Karte gefunden. Dank dem lieben Faustus zockt, beziehungsweise auch durch andere. Aber wir sind einfach zu müde. Ja. Wir haben Hunger und wir haben eigentlich nichts mehr zu essen, oder? Wir haben nichts mehr zu essen. Das ist ziemlich schlecht. Aber ich werde jetzt mal eben kurz die Karte aufmachen. Denn ich will mal gucken. Und zwar, wo war das jetzt? Gar nicht so weit weg von hier soll es einen Bunker geben. Boah, ist ja voll am Schneien hier. Ich lege mal kurz mein Handy hier so. Was war das denn jetzt? Kennt ihr das, wenn ein Handy nicht das macht, was es soll? Ich weiß jetzt natürlich nicht, in welche Richtung das. Hör! Was war das? Habe ich mich jetzt erschrocken, ey. So, mal eben kurz gucken. Das müsste da sein, dann müssten wir in diese Richtung gehen. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich zu sprinten, damit wir auch nicht so müde sind. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich hoffe jetzt einfach mal. Ist natürlich ziemlich kalt. Ja, an der Mauer hier entlang. Weil nach dahin kann man wirklich nicht gehen, habe ich gemerkt. Ah, hier sind wir windgeschützt. Ah. Das ergibt natürlich Sinn. Ich hoffe, ich kann die Karte, hab die Karte richtig gelesen. Dann müssten wir hier diesen komischen See gleich finden, wo wir ja letztens waren. Also erstmal müssten wir jetzt hier einen Abhang runter und das tun wir ja gerade. Ich hoffe, ich kann die Karte richtig lesen. Also, dass ich jetzt nicht irgendwie hier total verkehrt bin. Und dann wollte ich noch mal wissen, was das denn. Okay. Weil da soll es wohl irgendwie einen Bunker oder sowas geben. So hinter der nächsten Anhöhe sozusagen. Wir haben ein bisschen Durst und so, aber das ist jetzt nicht ganz so wild. Übrigens freut mich, dass so viele Leute bei The Long Dark zugucken. Finde ich ganz toll. Er ist schon wieder müde, Alter. Das ist ja unglaublich. Und ich sprinte extra deswegen nicht, weil ich mir dachte, jo, der verbraucht dann bestimmt. Ja, da ist doppelt so viel.
So, und hier hinter müsste jetzt eigentlich. Ja, da ist er. Jetzt irgendwo hier soll wohl ein Bunker sein, angeblich. Gehen wir hier hoch gerade. Nicht wirklich. Naja gut, aber wir können von hier aus, weil ich das zufällig weiß, nach dahin. Da müsste noch mal irgendwo ein kleines Hütchen sein. Seht ihr, da hinten ist es. Also stimmt die Karte auf jeden Fall. Was ja schon mal sehr schön ist. Eher gesagt, sogar nicht nur ein Hütchen, sogar zwei sind da. Das freut mich natürlich. Und da hinten müssten auch noch irgendwo welche sein, auf dem Berg da oben. Noch nicht mal so weit weg, da oben irgendwo. Nein, das Hütchen können wir nicht reingucken. Aber in das Hütchen hier können wir reingehen. Dann können wir wenigstens mal ein bisschen durchsuchen. Oh, guck mal hier, Sportweste. Sofort nehmen. Lampenöl nehmen wir gerne mit. Ja, den könnte man nur zerlegen. Oh, eine Leiche. Ist natürlich jetzt doof, ne, für den. Für mich natürlich nicht so. Bö, leer, toll. Da ist ein Metallbehälter. Was müssen wir denn ausziehen dafür? Verstehe ich jetzt nicht. Ah. Jetzt, ich verstehe. Das war's leider schon hier. Oh, da ist noch was. Da bringt uns auf jeden Fall ein bisschen was zu essen. Wo ist es jetzt? Wo ist es jetzt? Da haben wir auch noch was zu essen. Essen wir mal. Wir hatten doch gerade noch was zu essen, oder nicht? Ach ja, Moment, wir können ja hier mal essen. Da. Da ist es doch. So, wir sind auf jeden Fall satt. Dann können wir noch mal trinken. Und dann sind wir nur noch müde. So, Hütte verlassen. Wir haben natürlich folgendes Problem. So, jetzt müssten wir eigentlich in diese Richtung circa. Ist natürlich ziemlich kalt gerade. Ich sprinte jetzt doch mal ein wenig. Wir sind auf jeden Fall überladen, weil wir halt auch müde sind. Je müder man ist, desto weniger kann man tragen. Und je weniger man tragen kann, desto schlechter ist das, ja.
So, hier ist jetzt wieder ein Tal. Da hinten ist ein Bär. Das ist natürlich supi. Und ein Wolf. Ja. Wir laufen mal wieder zurück. Nee, den nehmen wir jetzt mal nicht auseinander. Das dauert uns einfach zu lange. Ich laufe wieder zurück zu dem kleinen Forest-Häuschen da und hoffe einfach mal, dass wir da ein bisschen schlafen können. Also heißt das nicht zwingend unbedingt, dass wir da auch Gebäude finden. Das ist einfach nur eine Location. Okay. Auseinandernehmen. Ja, du brauchst immer irgendwas zum Rasten. Wir gehen aber noch schnell zu diesem. Ne, das ist nur ein Zweig. Zu diesem Ast. Nehmen den auch noch auseinander. Wir sind sehr müde. Es ist mittlerweile auch echt dunkel. Und dann gehen wir wieder hier rein. Es ist sehr kalt hier. Dein Ernst? Mal gucken, ob wir 11 Stunden schlafen können. Ohne dass wir erfrieren. Ich habe ja keine Ahnung. Normalerweise, wenn man sich unter der Decke legt, dann ist es doch schön warm. So, wir sind sehr durstig und hungrig. Wir verlassen jetzt mal die Hütte. Sind auch knapp am Pensum dran. Da ist immer noch was von übrig. Das ist sehr schön. Wir trinken uns auch mal ein bisschen was. So. Ich hoffe, ich laufe jetzt gerade richtig. Wir können aber mal eben kurz hier. Nee. Wir sind ja eigentlich viel zu voll überladen. Moment. Ja, von da sind wir circa gekommen. Dann laufen wir auch mal nach dahin zurück. Ja, da ist der See. Bräuchte natürlich mal irgendwas zu essen. Das Problem ist, wir haben weder ein Gewehr, noch hätten wir einen Bogen. Da das einfach alles jetzt gerade ein bisschen zu wenig ist, was wir haben. Ja, nehmen wir mal eben auseinander. Wir sind zwar nicht gerade die Leute, die hier warm gerade sind. Also denen warm ist. Es ist ziemlich windig. Wir sind überladen. Viel Zeug zu tragen, ja.
glaube ich dir gut und gerne. Aber wir nehmen gerne auch noch das auseinander. Es ist gerade echt kalt. Es ist gerade richtig kalt. Aber dafür haben wir jetzt auch richtig viel Zeug dabei. Ich war noch nie so kalt in meinem Leben. Ja, das glaube ich dir gut und gerne. Mir war auch noch nie so kalt. Wie jetzt gerade eben. Wie sieht's denn aus? Gefühlt 24 Grad minus, ey. Da wär mir auch kalt. Da gebe ich aber zu, da wäre mir aber auch kalt. So. Wenn wir dann nach dahin zurückgelaufen sind, müssen wir mal gucken. Es gibt die Möglichkeit, hier noch woanders hinzulaufen. Das werden wir dann mal tun. Nachdem er sich natürlich wieder ein bisschen erholt hat. Er muss sich ja die ganze Zeit nur erholen. Weiß gar nicht, kann man das irgendwie skillen? Dass der eben vielleicht irgendwann mal nicht so kalt wird und so weiter. So, da ist unser Häuschen. Wir könnten aber noch mal eben schnell nach dahin laufen. Da ist unsere Falle. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück und wir haben wenigstens Karnickel gefangen, dass wir was zu essen haben. Auch wenn wir gerade Schaden kriegen, das ist aber mehr Unterkühlung als alles andere. Nachher, hier kann man ja so beschissen hoch. So. Habe ich mir gut gemerkt, ne, Leute? Tatsächlich! Ich glaube, wir haben Karnickel gefangen. Das wäre mal ganz große Klasse. Ja, wir haben Karnickel. Wir haben Karnickel gefangen. Das ist super. Das erste Mal, dass ich was in einer Falle gefangen habe. Supi, freut mich voll. Oh, 1,5 davon, das und das. Zerlegen. Ist mir egal, wie lange das dauert, auch wenn wir jetzt hier voll unterkühlen. Schließen. Nehmen. Rucksack. Da ist er. Platzieren. Das hat uns ja wirklich mal jetzt Essen gebracht. Bin ich echt stolz drauf, dass wir das geschafft haben, Essen zu holen. Das bedeutet natürlich auch, vielleicht haben wir Glück und wir haben eine Essensquelle. Wie gesagt, uns ist natürlich sehr, sehr kalt, wir sind müde. Ach mein Gott, ne, was Danny alles ist, ne? Leute. Was hat denn hier? Kann man auch nicht aufheben. Ich dachte jetzt vielleicht, dass das hier so Sprösslinge sind, was wir da brauchen für Krähenfeder. Nee, dass wir das brauchen für einen Bogen zu machen. Hier sind echt viele Rehe. Wir könnten hier echt gut jagen. Allerdings fehlen uns da noch ein paar Sachen für. Haus des Pelzjägers. Totes Gestrüpp. Ja, komm, nimm mal eben kurz schnell auseinander. Uns ist zwar wirklich rattenkalt und wir können eigentlich schon gar nicht mehr, aber 23, ey. So, wir versuchen ein Holz zu nehmen. Ne, wir nehmen lieber das. Brandbeschleuniger nehmen wir jetzt mal nicht. Wir hoffen einfach mal, dass es funktioniert. Leute, wir hoffen einfach mal. Weil es ist kalt. Er friert. Wir müssen was gegen tun. Sieht gut aus. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das ist schön. Dann machen wir mal direkt auf und legen mal noch ein bisschen was nach. So, dann essen.
Haben wir überhaupt Hunger? Nee, das nicht. Also brauchen wir die jetzt nicht machen. Aber wir können trotzdem mal eben kurz hier Geschmack garen. Uns wird auf jeden Fall wieder warm. Das ist sehr schön. Und das nehmen wir auch mal und garen es. Und wir sind wieder voll warm. Das ist super. Machen uns nochmal einen Tee fertig, erhitzen. So, wunderbar. Den können wir uns mal eben noch pfeifen, den Tee. Trinken. Wo ist denn jetzt unser Karnickel hin? Das ist nicht ganz so viel. Das essen wir jetzt mal direkt. Und, oh, ich sehe schon gerade, wir sind schon wieder über der Zeit. Ja, man vergisst echt weiterzumachen oder überhaupt mal ein Ende zu finden hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und denkt dann. Daumen hoch nicht vergessen, wenn ihr neu seid, gerne auch ein Abo dalassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, euer Nexus.